Hey, stopp, was machst du? Die Rebenwurst. Nein, das macht man nicht so. Wie dann? Ist die Treber? Nein. Alles gemacht? Nein, nein, nein. Aber wie das geht, zeigen wir euch jetzt. So, der erste Gang ist serviert. Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Hi-Video. So laufen. Genau. Heute habe ich was ganz Spezielles und Kulinarisches vor. Was ist das du? Hier? Tja, toll. Was ist das wohl? Oh, ich schmecke es riecht schon mal richtig gut. Und was es jetzt genau da drin hat? Oh, schön. Was ist das wohl? Was ist das wohl? Wow. Das sind Treberwürste. Und die, was machen wir mit denen? Die werden eingelegt. Und zwar hier in diesem Bottich. Da hat man was drin. Nein, es ist noch nicht so weit. Zuerst müssen wir das abpressen. Der Wein muss abgepresst werden. Und dann werden die Treberwürste in den Trester eingelegt. Hey, das riecht unverschämt. Wir haben diese bei unserem Dorfmetzger geholt. Bei Metzgerei Stumpf in Rohrbass. Also auch für euch, wenn ihr mal in der Nähe seid, geht mal vorbei. Der hat ganz tolle Sachen und jetzt im Moment eben auch Treberwürste. Also, dann legen wir mal los und pressen den ganzen Bottich hier ab, damit wir auch einen guten Treste haben. Stellt euch vor, das hier ist doch total Wein drin. Also das ist voller Wein, der muss noch abgepresst werden. Ja. So. Machen wir. Hey, das ist unser Trockenbeere. Trockenbeere Nummer 4. Priska, wie viel Mal haben wir getrocknet dieses Jahr? Unglaublich viel. Vielmal. Sehr viel. Achtmal. Ich hätte jetzt gesagt 7, aber 8 kommt etwa. Achtmal den Container gefüllt. Ja. Also sind Traubentrocknen ist teuer. Also für uns ist es teuer. Der Wein ist extrem gut, das ist gut für euch. Aber beim Traubentrocknen, bei diesem Bottich hier, eine Tonne in den Trocknungsraum und 300 Liter sind einfach verdunstet. Das sind 400 Flaschen einfach weg, damit der Wein hier einfach besser wird. Ja. Jetzt sind wir stößen. Ja, da ist noch ordentlich Saft drin. So, sieht doch gut aus, oder? Mhm. Das wird jetzt. Und es riecht. Ja, auch. Fisch. Richtig gut. Ja, das ist richtig durch. Also diese Maische hier ist es richtig durch. Ihr seht das, es ist ganz mürbe, ganz so hellrot. Und das bedeutet, dass der Alkohol alle Farbstoffe, Gerbstoffe aus den Traubenhäuten ausgelöst hat und jetzt im Saft drinnen ist. Das ist gut. Jetzt ist eine Standzeit, die wir gemacht haben. Wir haben jetzt noch nicht geerntet. Das sollte eigentlich darauf stehen. 12. 18, 12. Ich glaube, am 12. Oktober haben wir das geerntet. Dann ist über eine Woche Trocknung im Trocknungsraum gewesen. Dann sich eine Woche Hauptgärphase und dann noch irgendwie ein paar Tage Nachstandzeit, damit einfach die ganzen Gerbstoffe und Aromen in den Wein hinübergehen. Und eben das ist eigentlich nach dem Pressen, das seht ihr dann, das ist eigentlich nur noch Abfall oder sozusagen. Aber da kann man noch sehr viel draus machen. Kulinarische Köstlichkeiten. So. Ihr habt euch ja sicher gefragt, warum das am letzten Sonntag kein Video rausgekommen ist. Tja, das war nicht, weil wir keine Lust hatten, ein Video zu machen oder weil wir keine Zeit hatten, das Video zu schneiden, sondern es gab eine technische Panne. Nämlich mit unserem tollen, ich zeige schnell, ganz kurz. Da. Ich mit ich diesem sage tollen Teil. Dazu. Ja, schnell montieren. Ja, das war so eine Sache. Wir hatten den Vlog fertig gedreht, Andi wollte ihn schneiden gehen und irgendwie 90% von dem Vlog hat nur geknistert, das Mikrofon ging nicht. Dann hat er nachgegoogelt und
gelesen, dass man da ein Software-Update machen muss, oder? Ja, was hast du gemacht? Software-Update. Ich habe nicht gewusst, ob man so einem kleinen Software-Update machen muss oder kann. Und per Zufall bin ich draufgekommen. In einem YouTube-Video. YouTube ist echt cool. Und ich habe es gemacht und ich glaube, es funktioniert. Wir testen nachher noch mal schnell. Ja, genau. Aber eben, man kann ein Update machen, sondern man muss es, denn sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Ja, es wäre ein toller Vlog gewesen, aber naja, dafür bekommt ihr jetzt diesen Sonntag. Mega cool, das ist jetzt der letzte Posten Binnenohr oder der letzte Maischebote, den wir heute pressen. Und dann ist somit 2022 der Herbst auch bei uns abgeschlossen. Hey, es war eine coole Zeit, mega geile Zeit und ja, und alles das haben wir bereits gemacht. 1, 2, 3 Bottiche. Cool, hä? Hey, Priska! Fertig? Ja. Für das Jahr 2022. Schön. Der letzte Posten. Ja, toll. Ist auch schön, wenn wieder eine Arbeit erledigt ist. Ja, können wir extrem schön in den Herbst starten oder in den Winter starten. Oder? Genau. Der Winter genau. Kann kommen. Ja, denn die nächste Arbeit wartet auch schon wieder. Ich habe gestern noch den Apfel-Zimt-Likör abgefüllt und heute wird er noch etikettiert. Und ja, dann ist schon wieder eine neue Saison hier. Auch hier, die dünne Jacke reicht nicht mehr, sobald die Sonne weg ist. Und ja, ich bin ja da sowieso ein Gfröhrli, nicht so wie Andi. Okay. Ja, du bist, ich gebe zu, ich habe gedacht, am Morgen war es auch kalt oder? Und neblig. Am Mittag kam ein bisschen die Sonne, aber jetzt momentan ist sie verschwunden wieder. Ich habe gedacht, es wird ein bisschen wärmer. Ja. Aber wir hatten hätte sonst, sein können. Ja, wir hatten ein richtig schönes Wetter bis jetzt. Und das sind die coole Trebenwürste. Ja. Das ist eine Spezialität von... Zora riecht die Würste. Zora? Katze. Ja. Das ist für mich, das ist für uns. Nein, das machen wirklich Trebenwürste. Ist ein Brauch vom Wattland, also in der Weltschweiz haben sie garweise verpflegen sie Touristen, Weinliebhaber, verpflegen sie wirklich gar weit. Extrem cool, auch wir machen das jetzt. Noch schnell. Ja, machst du den Presse weiter? Ja, wir machen es auch so, auch bei uns in der Deutschschweiz ist angekommen, Trebenwürste ist eine coole Spezialität. Die werden natürlich eingelegt in die Traubenhäute, damit dann auch ein bisschen Farbe, Aromatik vom Trester in die Traube hinübergeht, oder? Und das macht die Wurst so richtig gut. Und dann am Schluss zeige ich noch, machen wir eine Spezial. Zu unterst kommen dann ein paar Spezial. Ach, das wird extrem cool, so als Geheimtipp. Lang eingezogene Trebenwürste. So, machen wir vorwärts, damit wir endlich mal den Treber haben, den Trester haben. Bist du schon fertig? Nein! Mach mal vorwärts! Ja, ich gebe mir Mühe! Nein, das gute Baby läuft auch schon den ganzen Herbst. Trebt vor sich hin, macht seine Runden. Ja, ich bin
Frau hat sie noch gehalten jetzt mit dem zweiten Schlauch. Ich muss noch lange halten mit dem zweiten Schlauch, sonst wird das gar nichts da. Gut, also. In den lang ersehnten Trächter. Den brauchen wir jetzt für unsere Delikatesse, für unsere Treibewürste. Jetzt brauchen wir noch das Fass und die Schaufel. Das reicht mal für das erste Mal. He? Das können wir eigentlich die Würste reinpacken. Aber das nehmen wir mit nach draußen. Hier ist viel das schönere Wetter als im Keller drin. Nein, man sieht einfach besser. Wie machen wir das jetzt? Legen wir jetzt einfach die Würste so schön. Ja, genau. Machen wir ein bisschen flach unten. Flach. Jetzt mit Abstand vom Rand, damit nicht zu nah ist, genau so irgendwie. Jetzt mache ich mal 4. Sind die 4 zum Vergessen? Oder wollen wir 6 machen? Nein, 4 reicht. 4 reicht. Hast du gern so dicke, fette Tönderwürste? Ja, aber eben 4, die wir vergessen, reichen. Auf die freue ich mich, diese Tönder-Turbo-Mega-Trebewürste. Und das... das ist fein. Und jetzt machen wir noch eine Schicht, also logischerweise noch jetzt kommt eine dicke Schicht. Eine dicke? Nein. Ich hole es, du kannst filmen. Was holst du? Schaufel. Ach so. Ja, wie machen wir das jetzt? Das ist aber schon ein bisschen umständlich. Ja, aber hier ist ein schöneres Wetter. Ist einfach besser hier draußen. Okay. Ist schöner. So. Seht ihr, das nach dem Pressen ist ganz trocken. Ganz trocken. Da passt das gut. Und doch, obwohl es jetzt schon trocken ist, es hat immer noch Alkohol, also Wein ist drin. Und das bleibt auch frisch. Und genau aus dem macht man eigentlich den Grappa, also den Schnaps. Und jetzt machen wir statt Schnaps, machen wir Trebewürste. So. Und das Rezept ist cool. Du kannst mir mal erzählen, ein bisschen vom wo es her hat und wo es gekommen ist. Extra. Das ist wieder die Sache mit dem Rezept. Also, wir haben ja diese Treberwürste von der Metzgerei Stumpf in Horbass. Und Markus Stumpf hat uns eben erklärt, was es da alles braucht. Es ist nicht einfach eine Saucisson, also nicht einfach eine Wurst mit viel Fett, drin, mit ja. Schweinefleisch und Speck drin, sondern die Treberwurst hat auch noch Rindfleisch drin. Und er hat den Speck, also so, ich hoffe, ich erzähle. Die Schwarte, ja, nicht den Speck. Die Schwarte hat er noch irgendwie angekocht, damit das richtig saftig und. Und einfach tolle Gewürze noch reingemacht. Und ich bin echt gespannt. Ich hatte schon seit x Jahren keine Treberwurst mehr. Und da bin ich echt gespannt, wie die dann schmecken. Ja, das Rezept ist wirklich ein Originalrezept aus dem Wattland. Also, Originale geht nicht mehr, oder? Genau. So. Jetzt machen wir mal die nächsten rein. 20 Stück habe ich gemacht, bestellt. Ja, die müssen da noch rein. Es hat ja auch super funktioniert, oder? Ich bin ganz entspannt in den Laden gekommen. Oh, ich brauche noch 20 Stück Trebewürste. Und er hat ja noch einen Einblick gegeben, ja. Den zeigen wir euch noch schnell. Ah, genau. Geräucht hat es auch noch, hat alles nach frischem Rauch geriecht. Jedenfalls bin ich reingekommen, habe prompt 20 Stücke bekommen. Tipptopp. Sehr gut gemacht. So liebe Markus Hiss, hast du noch 20 Stück bekommen. So, dann machen wir noch ein paar rein. Vielleicht können wir an einer Weindegustation bei Weihnachten
noch etwas aufschneiden. Mhm. Wenn wir ganz lieb sind. Wenn wir lieb sind? Nein, wenn die Zuschauer ganz lieb fragen. Ah, also wenn ihr lieb fragt, können wir vielleicht noch eine Sausisson, eine Treberwurst aufschneiden. Ja, an der Weindekostation, also an der Weihnachts... Weihnachtsdegustation. Weihnachtsdegustation. Einfach an der Weihnachtsdegustation. Genau, so ist eine zu viel. Ja, sonst hat der Tresor keinen Platz. Ja, das muss natürlich immer. Nicht so viele. Ich keine Ahnung. Ich mache ein bisschen mehr Abstand. Ja, würde ich auch. Kannst du noch zu einer rausnehmen? Wäre sonst was schade. Ja, wir haben nicht genug Tresor. Also. Ja. So. Ja. Noch mal anschauen. Jetzt die nächste, oder? Ich bin gespannt, wie das wird. Das Essen, die Treberwürste, ich habe auch wirklich schon lange keine mehr gehabt. Wir haben schon eben, also locker in 15 Jahren keine Treberwürste mehr gegessen. Ja, ja. So. Noch eine, ja? Das ist dann wie eine Wundertüte. Da kann man immer reinfassen und ein bisschen graben und plötzlich findet man wieder eine Treberwurst. Hey, ich möchte größer. Das sind keine Sausen, tatsächlich Treberwürste. Ich habe es gerade noch schnell geschaut. Nur als kleine Info. Wir haben jetzt eine Tonne Trauben. Also hier drin sind 500 Kilo Trester. Es sind noch die Hälfte unter der Presse. Im Tank abgepresst. Das sind keine 500 Kilo Trester. Das sind 500 Kilo Trester. Das ist eine Tonne. Man glaubt es kaum. Aber, jetzt geht es so schnell. Ja, die Hälfte ist weg. Die Hälfte ist weg. Es war eine Tonne Traube. Zack, die Hälfte ist weg. Und hier drin hat gegeben, Trauben trocken ist teuer für mich. Also seht ihr das? Das sind etwa knapp 350 plus Liter. Das sind 1000 Liter Tank. Also es sind wirklich 300 Liter weg. Also nur schnell zum Zeigen, das ist ein Wein, da hat man doppelt so viel Spaß. Also, das ist ganz klar. Also, der Wein hat. Aha, du meinst wegen der Trockenbeere? Ja, der Trockenbeere. Ja, wir haben die. Aber ist egal, ich habe mir falsch überlegt. Ja, ja, aber auch wenn die Trauben nicht getrocknet werden, das ist 500 Kilo Trauben heute. So, also, Fun Facts am Schluss noch. Du musst das zumachen. Zumachen, das kann ich. Also kann ich nicht, das gut, geht so streng. Das hier? Ja, das ist so mühsam. Ich hoffe, ich habe auch einen richtigen Ring drauf. Also, ich glaube, das ist der falsche Ring. Nein, das geht gar nicht. Also ich habe es noch nicht probiert, ich habe ihn nur mal gehört. Nein, das geht mit dem nicht. Dann müssen wir einen anderen decken. Oh, warte mal, vielleicht. Nein, das geht nicht. Kann man vergessen. Das lassen wir jetzt sein. Das machen wir nachher, wenn wir fertig sind. Genau. So. Und eben, das war ja eigentlich Teil 1. Genau. Ich möchte noch testen, wie das überhaupt schmeckt. Und euch nimmt es natürlich auch Wunder, wie das Ganze hier schmeckt. Jetzt muss das ganze Ding mindestens 2 Wochen, würde ich sagen. Sollte es ein bisschen reifen. Ja, man kann es auch 4 Wochen, also wir sind ja so ein 5-Personen-Haushalt, das reicht uns sicher bis im Frühling. Da kann man immer 2 Wochen später, ja, man kann nicht 20 Würste einmal essen. Ja, ich denke, wir sind ein 3-Personen-Haushalt, was das möglich dieser Würste angeht. Ja, aber wir werden es sehen. Und am Schluss gibt es dann noch irgendwann im Frühling, oder, nein, im Sommer, nach den Sommerferien,
Wenn es mal kalt ist und regnet draußen, dann werden wir noch diese haben wir was? Absolut geile Sosis. Nein, Zebrawurst, meine Güte! Das hast du mit Sosis? Sie sind auch sehr gut. Sie sind auch fein, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, das ist was genau. Ganz anderes. Ja. So, also, wir werden euch den zweiten Teil noch liefern, wenn es soweit ist. Und, mach so lange den Daumen nach oben. Genau. Den Kanal abonnieren. Weitererzählen. Genau. Und wir sehen uns bald wieder. Und, Wenn ihr auch Zebrawürste so gerne habt wie wir, oder hoffentlich noch gerne haben wie wir, dann schreibt es unter die Kommentare. Das ist wirklich eine schöne Tradition im Herbst, auf dem Maigut ein paar Würste zu essen. Genau. Also, ja, also. Wir wünschen euch einen schönen Abend und macht es gut. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.